Bonjour. Welcome to Let's Play Indiana Jones and the und der Turm von Babel. Das ist ja Deutsch. Wir spielen ja auf Deutsch. So, wo waren wir? Ein Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelsfeld. Den schenk ich Indiana Jones heute Nacht. Ich weiß nicht wohin, aber wo auch hin. Immer. Indiana Jones, zeig mir den Weg, zeig mir den Weg, 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 zeig mir den Weg. Vielleicht habe ich auch irgendwas vermasselt. Wie ich so oft tue. So geht's natürlich auch. Mit Glück nach unten. Das fände ich aber geil. Das war jetzt wirklich cool. Mit Glück nach unten gegangen. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück. Alter, das ist so viel Glück hat man nicht immer. Von dem Sinne. Ja, das war ja geil. Bum, bum, bum. Wer das auch schon mal geschafft hat, der sagt's mir bitte. Und einsetzen. Hallo? Einsetzen? Nein. Nein. Nein, ich hab was vergessen. So geht das. Da steht was in Keilschrift geschrieben. Aber es ergibt keinen Sinn. Es fehlen ein paar Teile. Danke sehr, dass du es uns jetzt sagst. Mein Name ist übrigens Jones Junior. Oder wie... Okay, ich bin der Sohn von dein... Ich bin dein... Nee, warte. Ich bin ein Urenkel. Nee, Urgroßenkel oder Urgroßenkel, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich... Also mein Opa ist matt, von dem Sinne wie Schachmatt. Du weißt schon wer. Gut, das wollte ich nur geklärt haben. Warum ist das jetzt so kaputt? Ah ja, diese Steine sind runtergefallen. Mein Name ist Henry Jones. Junior der Fünfte. Schon fünf, oh mein Gott. Sie vermehren sich. Johnny Jones vermehrt sich. Auf üble Weise. Nein, wirklich. Meine Oma ist Lavakorb. Das wäre jetzt was. Das wäre jetzt gut. Meine Oma ist Lavakorb. Wie viele Waffen hat der? Und hopp. Ich finde die Peitsche so geil. Geil. Ja, wie auch immer. Hoppala. Da ist das letzte Puzzleteil. Okay, Fäusel. Bam. Bam. Ich weiß nicht wirklich wie. Ein Textfragment. Ein Textfragment. Ach, heute mache ich drei Parts so. Damit wäre das erklärt. Erkältet. Wenn ich jetzt wieder so ein Glück habe und wieder so komisch runterfalle, dann lache ich. Hallo? Achso. Nein! Au! Eigentlich ist die Mission gleich zu Ende. Leben, haben wir Leben? Erste Hilfe-Paket, welches nehmen wir denn? Welches nehmen wir denn? Das war jetzt gut. Wir haben nur eins. Erinnert mich, dass ich nur Erste-Hilfe-Pakets kaufe, weil ich genügend Infos... Das muss... Ja, das passt rein, natürlich. Hoffe ich. Da steht was in Keilschrift geschrieben. Aber es ergibt keinen Sinn. Es fehlen ein paar Teile. Ihr könnt ja sicherheitshalber die Untertitel lesen, wenn ihr hier nichts hört. Aus Sicherheitsgründen speichern wir.
Feuerzeug. Oh, geil. Moment. Cut. Anrufer. Da hat jemand angerufen. Falls ihr es wissen wollt. Da, passt. Aber ich kann immer noch nichts entziffern. Was? Hallo? Ich will meine alte Waffe haben. War es die große? Ja. Okay, es fehlt immer noch ein Puzzleteil. Ich habe Cut gesagt, das heißt... Ein paar Sachen schneide ich in Uncut. Es fehlen immer noch ein paar Puzzleteile. Nein, Katalien. Wie heißt er? Also, ich glaube, er hieß Katalion. Katalion. Oder irgendwie so. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch habe. Da kannst du nicht bei mir beschweren, sondern bei Pudding, der 104. Egal, weiter. Hier. Vielleicht war es noch eben gerade witzig, aber jetzt bist du dran. Mein Name ist Johnny Jones. Leider kein Archäologe, aber ich war mal einer. Hoppala. Okay, darauf, wenn wir da drauf sind, speichern. Genau, so war das. Ich kann mich erinnern, meine Stimme ist heute irgendwie eingesackt. Ach ja, ich habe ja heute keine unendliche Zeit. Ich muss ja zum Konfirmandenunterricht. Wenn ich nicht zum Konfirmandenunterricht gehe, dann habe ich Ärger am Hals. Nein, habe ich nicht. Das letzte Puzzleteil ist am schwersten. Danke. Unser Pastor hier ist ja nett. Ha! Aha. Ein weiteres Textfragment. Und das letzte von allen. Das war so typisch. Das war wahrscheinlich... Da unten ist hier der Auslöser. Und wenn wir darauf gesprungen wären... gegangen wären... Dann wären wir sowas von dran gewesen. Ich zeig's euch. Ha! Zeig ich auch nicht! Das war ein Scherz. Haha! Wie kann man nur so viel Angst haben vor Stacheln? Naja, das große Finale kommt gleich. Russen mögen wir nicht. Was rede ich hier? Russen mögen wir nicht. Nein, Indie mag keine Ruhe. Also, wir mögen die von der Vergangenheit nicht. Aber jeder mag das. Ich mag Russland, sage ich schon, Asien, Europa, Amerika, Antarktis bei nicht, Australien, etc., Afrika, das habe ich vergessen, Grönland ist kein Bundesland, egal, ich sage Tschüss, au revoir. Ich sag's immer noch.